Willkommen zurück zum Videolernzyklus vom Arbeitsblatt Bogenlänge. In diesem Video wollen wir uns überlegen, wie wir die Bogenlänge einer Funktion näherungsweise berechnen können. Dafür solltest du bereits wissen, was die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist. Nochmal kurz zur Wiederholung. Also wir haben zwei Punkte A und B und die kürzeste Verbindung zwischen den beiden Punkten ist genau die Strecke, die die beiden Punkte miteinander verbindet. Und dein Ziel für dieses Video ist es, die Bogenlänge einer Funktion mit Hilfe eines Streckenzuges näherungsweise zu berechnen. Also wir wollen uns überlegen, warum das funktioniert. Und hierfür haben wir am Arbeitsblatt einen Funktionsgraphen dargestellt, hier auf der linken Seite. Und wir wollen nun die Bogenlänge dieser Funktion im Intervall a bis b ermitteln, also die Länge l ermitteln. Und wir überlegen uns nun, warum wir die Bogenlänge mit Hilfe von Streckenzügen näherungsweise berechnen können. Hier auf der linken Seite, also wir haben drei Grafiken und in der zweiten Grafik ist das Intervall a bis b ein bisschen weiter verfeinert. Also wir haben hier das Intervall a bis b auf drei Teilintervalle unterteilt. Und in der dritten Grafik haben wir das Intervall a bis b noch weiter verfeinert, also wir haben hier sechs Teilintervalle. Und nun sollen wir zwei Fragen beantworten. Hier die erste Frage: Mit jeder Verfeinerung kann der Streckenzug insgesamt nur länger werden. Überleg dir zunächst bitte alleine, warum das so ist und pausiere dazu das Video. Im Anschluss werden wir dann gemeinsam über die Auflösung sprechen. Gut, also die Frage war, warum kann mit jeder Verfeinerung der Streckenzug insgesamt nur länger werden? Gut, betrachten wir auf der linken Seite hier die zweite und dritte Grafik. In der zweiten Grafik haben wir drei Teilintervalle und die Punkte sind mit Strecken verbunden. Und in der dritten Grafik haben wir sechs Teilintervalle und die Punkte sind wiederum mit Strecken verbunden. Und hier sieht man schon, wenn man sich die zweite Grafik ansieht und die dritte, dann ist in der dritten Grafik der Streckenzug auf jeden Fall länger geworden. Und warum ist das so? Naja, die kürzeste Verbindung zwischen zwei Punkten ist ja die Strecke. Das heißt, zwischen dem Punkt an der Stelle A und dem nächsten und dem Punkt vom ersten Teilintervall gibt es keine kürzere Verbindung als die Strecke. Das heißt, wenn ich hier einen Punkt dazwischen einfüge, wie in der dritten Grafik, dann ist natürlich der entstehende Streckenzug auf jeden Fall länger. Das heißt, die Antwort ist, die kürzeste Verbindung zweier Punkte ist eine Strecke. Und deshalb wird mit jeder Verfeinerung der Streckenzug auf jeden Fall länger. Und jetzt haben wir hier noch eine Frage. Jede noch so feine Zerlegung kann nicht länger als die Bogenlänge L sein. Das heißt, egal wie fein wir das Intervall aufteilen, der Streckenzug kann nicht länger als die Bogenlänge L werden. Versuch das zunächst wieder alleine zu beantworten und pausiere dazu erneut das Video. Gut, also die Frage war, warum ist es so, dass jede noch so feine Zerlegung, also bei jeder noch so feinen Zerlegung, der Streckenzug nicht länger als die Bogenlänge L sein kann? Und hier ist wieder die Antwort, die kürzeste Verbindung zweier Punkte ist eine Strecke. Denn egal wie fein wir dieses Intervall A bis B machen, also egal wie viele Teilintervalle wir haben, wir verbinden die jeweiligen Teilintervalle immer mit Strecken. Und das heißt, die Strecke ist die kürzeste mögliche Verbindung zwischen zwei Punkten. Das heißt, die Bogenlänge ist auf jeden Fall immer größer oder länger als die Verbindung durch Strecken. Das war's für dieses Video. Und im nächsten Video geht's mit dem Arbeitsblatt weiter.